10 Fragen an Jörg Knör. Wenn Sie eine Banknote wären, welcher Wert würde auf Ihnen stehen? Oh Gott, also ich wäre nicht so gerne eine Banknote, weil man wird dann so abgegriffen. Und dann hätte ich ja irgendwo auch einen Silberstreifen. Obwohl, könnte ich mir gut vorstellen, das ist ja auch ganz Schmuck. Ich wäre mit Sicherheit unbezahlbar. Vielleicht würde auch draufstehen, wer Jörg Knör nachmacht oder fälscht, wird mit Gefängnis bestraft. Aber wenn schon ein Wert sein sollte, dann am besten meine Lieblingszahl, nämlich die 33. Das wird auch immer gut passen. Das sind meistens Einkäufe für einen Tag, 33 Euro. Also ich wäre eine 33-Euro-Banknote. Stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer einer Bank. Was wäre Ihre Strategie, um Kunden anzulocken? Oh, das ist schwierig. Geld zum Fenster rausschmeißen ist ja Blödsinn. Das wäre kein Vertrauensbeweis. Aber ich glaube, ich würde eine Lounge einrichten und mit kostenlosem WLAN. Das zieht ja ganz viele, auch vor allem junge Menschen an. Die drücken sich ja schon bei Apple rum, weil da der kostenlose WLAN ist. Also es muss ein Ort des Wohlfühlens sein. Die Bank muss die Absicht von Geldgeschäften sozusagen vergessen lassen. Und man muss auch mal, sollte auch dann einfach ins Bankgebäude gehen, einfach weil es so ein zweites Wohnzimmer ist. Und nebenbei merkt man, ach, hier kriege ich ja auch Geld und da wird man beraten. Also es sollte gemütlich sein, eine kleine Verweilecke, auch mit einem kostenlosen Kaffeeautomaten. Welche prominente Persönlichkeit würden Sie wählen, um Ihr persönlicher Finanzberater zu sein? Und warum? Ich bin ja der große Experte für Prominenz. Auf jeden Fall würde es nicht Boris Becker sein, den würde ich mir nicht als Berater wählen, weil ich habe mich ja schon mit Geld sehr vertan. Ich habe immer gedacht, ich hätte noch Geld in der Schweiz, weil auf meinem Zettel stand Ihr Kontoauszug. Und da hat er nicht gesehen, Kontoauszug. Nein, Karl Lagerfeld wäre für mich der Prominente, weil er nämlich meinem Gefühl entspricht, wie man mit Geld, wenn ein bisschen was da ist, man soll es sparen, aber ich finde, man muss es auch zu Lebzeiten ausgeben. Also das ist ganz wichtig. Karl Lagerfeld hätte auch gesagt, mon Dieu, also ich habe immer gesagt, Geld liegt auf der Straße, man muss es nur hinwerfen, nicht? Aber es gibt Leute, die sagen, Geld wird abgeschafft und das sind die Leute, die schon selber keins mehr haben. Aber ich habe immer gesagt, wie meine Mutter sagte, wirf das Geld zum Fenster raus, dann kommst du zur Türe wieder rein. Ne? Das ist ganz einfach. Müssen sich dran halten. Auch bei der Volksbank. Wenn Ihr Portemonnaie sprechen könnte, welche drei Sätze würden wir hören? Drei Sätze? Drei? Eigentlich immer denselben. Ich hab Hunger, fütter mich. Und vor allen Dingen, Portemonnaie will immer Kleingeld haben und kriegt das bei mir nicht, weil man das als erstes weggibt. Oh, ich brauch Kleingeld. Was war Ihr letzter Fehlkauf? Mein ständiger Fehlkauf sind Klamotten, Sachen, in die ich mich dann verliebe, meistens auch nachdem man mittags gegessen und dazu Wein getrunken hat. Man sollte nie leicht angeschickert, da ist man gleich so euphorisch. Dann greife ich immer irgendwelche bunten Sachen, die ich dann im Moment gut finde und dann am nächsten Tag denke ich, das könnte schon wieder in die Kleidersammlung. Also bei Klamotten greife ich häufig mal daneben, teilweise auch zur falschen Größe. Bar oder mit Karte? Eindeutig bar. Ich bin ein ganz großer Fan von Bargeld. Das hat ganz viele emotionale Gründe. Ich finde aber auch, man wird ja auch auf der Straße immer wieder Zeuge von Menschen, denen es nicht gut geht. Und ich frage mich, würde man das ohne Bargeld machen, denen eine kleine Freude zu machen? Und was witzig ist, das wissen viele überhaupt nicht, wir nehmen ja sozusagen unsere Kreditkarten schon zu uns. Und da es so häufig gesagt wird, wird es wohl stimmen, aber es erschüttert mich. Jeder ist in einer Woche eine Kreditkarte und zwar an Nanoplastik. Das ist die Menge, die sagen dann immer, sie essen eigentlich eine Kreditkarte pro Woche. Überleg mal, wir haben 52 Kreditkarten Silvester schon verspeist. Sie haben eine eigene Währung. Wie heißt diese und wie bezahlt man da? Ah Gott, die schönste Währung ist ja die Bewährung. Also ich würde es schöner, am schönsten finden, auch von der Optik her,
wenn die Geldscheine bunt sind und wenn sie von Kindern gestaltet sind, weil man dann niemals vergisst beim Geld ausgeben, dass das Geld eine viel zu erwachsene Geschichte ist. Und das wäre dann doch mal Kindergeld, auch für Menschen, die keine haben. Wie haben Sie eigentlich Ihr erstes Geld verdient? Mein allererstes Geld habe ich verdient tatsächlich mit Zeichnen. Ich bin ja auch ein, glaube ich, ganz guter Karikaturist. Und das habe ich mir verdient auf dem Zöpkesmarkt, muss man aber erklären, Solingen, das ist in NRW, da gab es so eine Art Friesenflohmarkt. Und ich habe mit 10 Jahren dann meine Staffelei aufgebaut und habe die Leute, Menschen angehalten, mal sich hinzusetzen, habe deren Gesichter gemalt, also Porträts. Und da habe ich dann 3 D-Mark für genommen. Und am Ende des Tages hatte ich, glaube ich, um die 20 Mark. Und das war ein schönes Gefühl. Ihr Gesicht, wenn Sie auf Ihr Konto schauen? Also über die letzten 40 Jahre hat sich die Mimik da verdammt verändert. Es war eigentlich immer, wenn ich ganz ehrlich bin, es war immer ein Wegschauen. Ich bin, auch wenn das komisch klingt, jemand, der auch heute noch, das lasse ich meine Frau machen. Ich gucke nicht gern aufs Konto. Ich weiß, da ist mehr drauf als jemals zuvor, so viel darf ich sagen. Aber ich bin da so, ich will es nicht wissen. Ja? Es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich gucke auch nicht in den Kalender, wie viele Termine ich im Monat habe. Ich bin da so, ich lasse das so auf mich zukommen. Aber mein jetziges Gesicht, wenn ich mal drauf schaue, ist... Vielen Dank, Herr Knöll. Sehr gerne.